Es geht weiter immer weiter zurück bei Super Mario Sunshine. Und wer ist wieder aufgetaucht? Ganz genau. Mario Morgana. Der irgendwo... hier ist... Hä? Der ist doch... Da vorne ist er. Gib sofort meinen Aufsatz zurück. Sag mal... Du bleibst gefälligst hier. Du. Ah, muss gleich wieder ab. Auch da hoch. Mal ganz kurz. So. Da ist Yoshi. Yoshi, hilf mir. Aua. Alter, was läuft denn für eine dämliche Strecke? Sag mal. Bleib doch endlich mal stehen, Mario Morgana, oder gehst mir auf den Sack. Hier ist echt schwer zu kriegen. So, wieso geht's natürlich? Mist, ich war kurz vor dem Turbosprint einsetzen. Nee, warst du nicht. Denn der gehört uns, der Turbosprint. Aus der grauen Box. Also der gedrückt, um die Turbodüse zu aktivieren. Ah, warte mal, ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Genau an das. Du, damit können wir solche Dinge aufbrechen. Herbritz, haben Sie die Düse dabei? Krass. Brauchen Sie vielleicht sogar schon? Sogar? Ja, ich brauche sie. Aber man soll es vielleicht ein bisschen anders machen. Nachher wieder Erdschi, Sayonara. So, schön aufladen. Ja, Mann! Okay, da ist echt schwierig. Arrivederci! Oh Mann. So. Es wird Zeit für Turbo Power! Eisbeet! Nein! Nein! Ich glaube das nicht. Ja, weil ich dachte... Warte mal ganz kurz. Okay, ich kann das Wort stehen bleiben. Okay, gut. Gut. Ja, wusste ich nicht. Beziehungsweise war mir nicht mehr sicher. Aber eigentlich ist es nicht, wirklich nicht so schwierig. Hier wird gleich wieder aufgefüllt. What the fuck? So, eine Kraftauszug. Was war das gerade? Tolbing nach Game Over. Ja gut, ich meine, ist es glaube ich gespeichert. Doch, hat gespeichert. Okay. Das war jetzt so auch nicht geplant. Hä? Wo bin ich jetzt hingeflogen? Das erste Mal Game Over. Ja. Jetzt scheiße. Was? Wieso muss ich das nochmal? Ich hab doch gespeichert.
Ach so, nee, ist eine andere Düse. Okay, ja, haben mich schon gewundert. Ja, jetzt kriegen wir plötzlich alle Düsen, Freunde. Aber wo zum Henker ist er? So, Kurznachrichten. Ja, bitte sag mal an, wo er ist. Der geheimnisvolle Mützenmann wurde in der Stadt mit einer Art Maschine gesehen. Wenn man bloß wüsste, wo er ist. Wenn ich noch die nächste Düse holen kann. Das muss ich auch noch machen. Hä? Ich höre ihn. Ist er hier oben? Mann! Da ist doch... So. Da hinten ist er. Och Mario, ganz ehrlich. Moment, machen wir anders. Haben wir die Raketendüse, die brauche ich. Wo ist er hin? Ich denke mir gerade so, was bringt es das, wenn er jetzt da hingeht, weil... Aua! So Quatsch, ey. Mann, das ist halt nur für ein paar Düsen. Ich will eigentlich für die restlichen Düsen aufsetzen, weil viel mehr gibt es sowieso nicht mehr. Jetzt nervst du mich aber wirklich. Aua. Oh, okay, der war fies. Hey, wieso kann ich einfach so im Wasser, aber sobald ich ihn anspritze, da ist irgendwie... Was macht das für einen Sinn? Was ist die Logik dahinter? Mann, Mario, mach doch mal einen Rückwärtsling, wenn ich's will. Mario! Mario. So. Mist, war kurz vor dem Raketensprung einzusetzen. Tja, schon doof, wa? Der Raketensprung, aber nicht hier. Weil man sieht so hier wieder, das ist wieder so ein Tor. Ja, da braucht man halt wieder einen anderen Aufsatz. Wir brauchen viele, viele Aufsätze. So. Und den können wir, glaube ich, sogar hier in der Nähe einsetzen. Was zum... Gut, so holt er es eigentlich nicht, obwohl vielleicht ist hier oben was. Nö. Nur Schmerzen! Okay, auch nicht. Doch, Schmerzen. Kann man garantiert die ein bisschen sauberer machen. Ich glaube, tatsächlich, das bringt nicht viel. Und ich glaube, hier bringt das was. Nö, auch nicht. Wenn die Glocke kommt, dann eher später. Aber wir haben gesehen, da drüben noch etwas. Warte mal, komm, machen wir das mal hier schnell mit dem Grauen hier. Wieder. Holen wir uns zumindest ein Insignie.
Ja, natürlich auch gleich, aber muss ich. Ja, das. Hass. Was ich so verkackt habe. So, aber glaubst du, dass Mario Morgana jetzt gar nicht mehr auftaucht hier? Also in der Overworld. Yoshi ist auch schon überall vorhanden. Sehr gut, sehr gut. So, da war doch etwas unterirdisch. Wir erinnern uns, dass es eine Verbindung gab. Ich glaube sogar hier. Du. Sprechen zur Folge. Dann verweist es Yoshi ja. Ja, ich weiß. So, wenn wir jetzt hier. Hätte ich können, hier ist etwas. Ja, gut, andererseits, ja. Ich käme ja auch so hoch. Okay, gut, dann ist gesagt. Schade. Okay, gut, die haben wir natürlich jetzt da. Die Insignie hier habe ich auch. Dann eigentlich von dem her gesehen relativ in vielen Orten. Warte mal, holen wir ganz kurz den Aufsatz hier. Aua. Du, denn wir können auch übers Wasser chatten damit. Es ist eine blaue Münze. Aua, uff, das tut weh. Eieiei. Und so kommen wir schnell von A nach B plus Z und so weh. Ja. Genau, hier muss ich mit Yoshi hin. Das mit Yoshi, weil er halt, der ist irgendwie total wasserempfindlich. Genau. Und dann muss ich mit dem Boot und Yoshi rüber, damit ich dann über die Röhre komme. Und ach, das war ganz kompliziert. So. Jetzt aber, komm. Kann ich mal? Wir können etwas anderes testen. Wenn ich, Mann! Wenn ich Highspeed bin. Okay. Wenn ich quasi Highspeed bin, ich jumpe, lass los. Highspeed selber hat er, glaube ich, immer noch, wa? Ja, ganz mal so testen. Gerne volle Kisten. Ja, die stehen jetzt da. Aua. So geht die Tulle nicht. Aber so schon. Zu spät, verdammt. Kann es wirklich so schwierig sein? Ja, offenbar kann es das. Wenn man sich so doof anstellt. Das war aber zu früh. Na, Schwein gehabt. Schon wieder, ich hab mit der Luft aufgehört. Was soll ich machen in da? Bin einfach irgendwie Stampfattack oder so? Das ist bescheuert. Was ich den Test noch jetzt gemacht habe. Ich sehe schon, komm, am Schluss scheitert es genau an dieser einen Aufgabe. Ich bin aber gesprungen. Hat sich gesehen, was gerade ein bisschen doof, aber ich bin gesprungen. Hm.
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Kein Plan, wieso es jetzt geklappt hat. Ich weiß nicht, was ich glaube, damals das gar nicht gemacht habe, was ich gar nicht wusste. Beziehungsweise mir gar nicht so bewusst war, dass da dann so irgendetwas ist. Das habe ich irgendwie nie so echt geschnallt. So, die Aufsätze. Nehmen wir uns doch mal den Raketenaufsatz, weil wir noch was anderes gucken. Und zwar geht's das Teil da vorne. Aua. Kurz nachrichten. Und zwar hier. Hier ist doch irgendwie auch etwas, wo wir. Ja, da käme man sicher irgendwie hoch. Okay, sieht ein bisschen farbig aus. Das. Die Sonne selbst kann doch irgendwie nicht irgendwie benessen oder so, wa? Hm. Was ist das überhaupt hier? Ist ein. In der Welt? Ich glaube schon, oder? Es ist eine Welt! Blase der Palma, Kettenhündchens Kettenreaktion. Klingt ungesund. Ah doch, das war die Welt, okay, ja. Oh ja, ich weiß. Das war in der Welt, die ich zwar damals kennenlernen durfte, aber nie gemacht habe, weil ich nicht wirklich schwindelfrei bin. Nee, aber ist halt eine creepige Welt. Wenn sie zur Hand gehen, die Haustiere sind auf der Verwüstungstour. Dann nimmt die Bienen, sie waren so normal. Hä? Ah, die Hunde also. Da brenne mich, okay. Wow, da schmeißt mich einfach rein. Okay, ich glaube zwar, die erste Mission war noch relativ easy. Ich glaube sogar, es war so genau, den entzünden sie von selbst wieder. Man konnte sie so irgendwo hinschicken. Theoretisch. Es musste irgendwie, glaube ich, sogar. Uah! Aua! Ja, sind ziemlich aggressiv, die Guten. Ja, da hat sie einen See, genau. Wenn wir da reinbuxieren und dann soll wir keine Probleme haben. Ich kann ganz kurz testen, da vorne müsste ein Kauken. Aua! Und die Farbe hier heiß ist, kann dir niemand sagen. Genau, damit sie einfach hier abkühlen können. Ah, genau, so war das. Oh, Mann. Hier immer aufpassen, jetzt an der Farbe rankommen. Danke für die Kameraführung. So, alles glaube ich hier hinten durch, wa? Könnte ich mal sagen, wie viele Hunde es überhaupt sind? Aber theoretisch könnte ich einfach mal alle überall einen Weg frei machen, dann sehe ich ja, wo wieder irgendwas aufgetaucht ist. Das waren drei oder vier. Ja, da ist einer, den sehe ich, da ist nicht das Problem. Münze abgreifen, so gehört sich das, Freunde. Mann! Machen wir so. Mann, Mann, Mann! Oh verdammt, das ist jetzt sehr unpraktisch. Wenn ich zu lange warte, wird er wieder heiß, oder?
Mama, Mama, es ist heiß. Ja, ich weiß, Mario. Ich bin zwar nicht deine Mama. Aber fang auch mit M an. So, sind wir denn zu deinen Haustieren sein? Sag das nicht mir, sag das denen. Da oben. Perfekt, noch ein Insignia, Mann. Wir kommen voran, Freunde! Bei Super Mario Sunshine. Wir gehen weiter, sehr gut. Sehr gerne natürlich. Wir nehmen uns bereits der 40er Marke. Dann haben wir bereits ein Drittel aller Insignien, die es im Spiel gibt, haben wir. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, Freunde, das schauen wir uns an in der nächsten Episode. Zurück bei Super Mario Sunshine. Bis dahin, bye bye.